Darf es ein bisschen mehr sein? Leute, damit herzlich willkommen mit dieser tollen Frage, die du sonst nur bei Edeka an der Käsetheke hörst oder an der Wursttheke beim Rewe, wie auch immer. Und zwar stelle ich die Frage, warum? Weil wir wieder etwas gratis bekommen können. Und es ist eigentlich wirklich in der letzten Zeit extrem viel, was ich auf der einen Seite natürlich auch cool finde, auf der anderen Seite auch so ein bisschen den FNCS geschuldet ist, weil du über die Drops halt sehr viel bekommen hast, dann mit dem Ikonen-Reihen-Emote, was wir da bekommen haben, oder Emoticon und so weiter und so fort. Also ganz, ganz viele Sachen, die wir gerade bekommen, Lama-Schule, ach, keine Ahnung, so viele Sachen, aber lasst uns mal auf das Ding hier gucken, weil hier können wir zocken und das komplette Outfit bekommen vom Champion Jonesy. Das Ganze wurde nochmal geändert vom Namen, von der Namensgebung. Der hieß früher Champion Jones oder so sollte er kommen. Jetzt ist es der Champion Jonesy. Sehr coole Geschichte. Angepasst und sehr, sehr exklusiv. Also, du kannst ihn gewinnen, du kannst ihn bekommen. Gucken wir gleich mal rein, was wir dafür machen müssen. Und du kannst ihn später im Itemshop kaufen, aber auch nur begrenzt auf diese Zeit. Also, ich habe die immer gekauft. Wir gucken gleich auch nochmal in meinen Spind. Ich habe diese FNCS-Items immer oder Skins immer gekauft, weil sie erstmal relativ günstig waren und weil du sie danach nie wieder bekommen hast. Also immer nur zur aktuellen FNCS. Finde ich ganz spannend. Jetzt gucken wir mal rein. Hier seht ihr auch schon so ein bisschen das Outfit. Das gucken wir uns im Detail auch nochmal an. Sehr, sehr cooles Bild und so weiter. Hier, zack, hier gehe ich mal runter. Die Info ist übrigens vom 20. Also jetzt nicht so brandneu, aber jetzt sind die ganzen Leaks drin und er ist auch im Wettkampf-Tab auf der PlayStation. Da gucken wir gleich mal rein. Ist ein bisschen komisch bei mir, verbuggt. Aber da gucken wir gleich mal rüber. Ich scroll hier mal so ein bisschen runter. Mitmachen kann natürlich irgendwie jeder. Wann geht's los? 27. Februar, also heute, ja. Heute könnt ihr da, ja, erzähl ich Quatsch. Nee, heute natürlich könnt ihr da Gas geben und mitmachen. Uhrzeit sage ich euch gleich nochmal, aber in ungefähr 9 Stunden. Wie spät ist es jetzt? Habe ich gerade auf Uhr. Kennt ihr das? Auf die Uhr gucken und nicht gucken, wie spät es ist? So 9 Stunden, also so irgendwie 19 Uhr, glaube ich, müsste das Ganze losgehen. Ich gehe jetzt nochmal weiter runter, aber gucken wir, wie gesagt, gleich nochmal im Detail. Dann ansonsten ziemlich klassisch, das kennt ihr ja. Hier kriegt ihr die Punkte, maximal 10 Matches hast du in den 3 Stunden Zeit. Die Punktezusammenstellung brauchst du natürlich auch, um was abzugreifen. Und hier hast du nochmal eine Eliminierung. Also pro Kill kriegt ihr auch nochmal was. Das Ganze ist im Spielmodus Battle Royale und zwar im Duo-Format. Ja, so wird das Ganze ausgelegt. Wer also Bock hat mit jemandem, kann sich da verabreden und Gas geben. Und hier seht ihr, und das finde ich auch eine Besonderheit, da müssen wir mal drauf achten, ob das Ding in den Itemshop kommt. Aber der Platz 1 bekommt das Emote Feiern wie ein Champion. Und wenn wir uns das angucken, ich habe das mal rausgesucht, so sieht das aus. Da hast du natürlich hier diesen Pokal, die Trophäe, er hält das hoch und feiert es komplett ab. Feiern wie ein Champion. Ist klar halt, nur Platz 1 kriegt es, weil nur Platz 1 ist dann der Champion, zumindest mal das Duo. Also so lese ich das hier raus. Das wäre der Rang Nummer 1. Aber alle, die von 1, also Platz 1 kriegt dann auch das Outfit, bis 1315 sind, müssen wir jetzt mal gucken, wo, in welcher Region ich hier bin. Nicht, dass ich euch das Falsche sage, aber... Ja, Europa, nee, das passt. Also so ist es. 1 bis 1350 bekommt das komplette Outfit. Sehr, sehr nice. Da können wir auch nochmal kurz einen Blick drauf werfen. Zack, zack, zack. Outfits, wo haben wir den Kollegen schon? Hier, ja, so sieht der dann aus. Champion Jonesy. Ja, zack. So sieht er aus. Und den können wir dann bekommen. Platz 1 bis 1350. Da kriegst du natürlich nicht nur das Outfit, also den Skin als solches, sondern auch das Rückenaccessoire und du kriegst auch... die Spitzhacke dazu, die auch richtig nice aussieht. Die habe ich euch mal hier irgendwo rausgesucht. Die wollte ich euch auch mal zeigen. Die fand ich auch sehr cool. Guck mal, könnt ihr die hier so ein bisschen erkennen? Finde ich richtig cool, das Ding, oder? Also, das bekommt ihr auch, ist klar. Und natürlich die Lobbymusik, die gibt es auch. Und dann bist du voll dabei. Und wenn du 8 Punkte verdienst, das nochmal als kleine Info für alle. Wer 8 Punkte in seinem Duo macht, der kriegt das Spray-Motiv Shogun-Schwert auch dazu. Also so sieht es aus erstmal. Das sind die Preise, das sind die Punktevergabe und das ist das, was wir bekommen können. Ich finde es sehr cool. Wir müssen mal wirklich darauf achten, ob halt nur der Champion, und das wäre ja auch fair, aber das würde es natürlich auch mega, mega rar machen, das Ding bekommt. Das wird dann ja wirklich nur ein Duo-Paar haben. Ich hoffe, es ist so. Ich hoffe, es für den Gewinner, es ist so. Weil wenn es wer anders bekommt, wäre es natürlich doof. Und wenn wir es dann alle kaufen können, wäre es auch irgendwie blöd. Ich switche mal ganz kurz rüber auf die PlayStation und dann gucken wir mal kurz ins Wettkampf-Tab, wie das hier bei mir aussieht. So, zack, ich bin im Wettkampf-Tab. Schaut mal, also bei mir ist das, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber bei mir ist das so leicht verbuggt in 9 Stunden. Da seht ihr es, wir können uns die Details trotzdem halt auch nochmal reinziehen. Auch hier komplett schwarz, also das ist jetzt hier irgendwie keine Einstellung irgendwie von mir, sondern da siehst du, Duo ist klar, 9 Stunden, 27.02., also heute. Es ist einfach komplett schwarz. Und wenn ich das jetzt antippe, dann siehst du, da unten startet es 18 Uhr. Okay, alles klar, zwischen 18 und 21 Uhr habt ihr im Duo also Zeit, da Gas zu geben. Und wenn ich dann hier auf R2 drücke, bei mir auf der PlayStation, dann ist das hier auch nochmal zu sehen.
sehen. Das sind die Gewinner. Ihr habt jetzt irgendwie da nur meine Kamera drüber, aber die kann ich natürlich auch nochmal ganz kurz verstecken. Dann seht ihr das hier auch nochmal. Top 1, ja, da siehst du das. Top 1, ungewöhnlich, feiern wie ein Champion. Das haben wir uns gerade angeguckt. Hier die 8 Punkte für das Shogun-Schwert, für das Spray-Motiv. Und hier unten hast du nochmal das andere drin. So. Also, richtig coole Geschichte. Ich hoffe, wirklich nochmal, ich hoffe, dass nur der Platz 1 dieses Emote bekommt. Das wäre schon ziemlich cool. Irgendwie sieht es komisch aus bei mir, aber okay. Soll ja nicht stören. Ihr wisst Bescheid. Hier habt ihr auch nochmal die Punktevergabe irgendwie drin, aber hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen. Also, coole Geschichte. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg. Wenn ihr es schafft, ich gönne es euch von Herzen, jeden Punkt ergattern. Entweder ihr campt in irgendeinem Busch. Oder gibt es eigentlich noch diese unbesiegbaren Toiletten, wo man sich immer drinnen verstecken konnte? Oder gibt es das nicht mehr? Weiß ich nicht mehr. Oder ihr seid halt krass unterwegs und gebt Gas. So oder so, ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Cup und mit den Gratis-Items. Macht's gut und bis dann.